So, nach dem Abendbildschirm geht's jetzt hier weiter. Hier sieht es nicht mehr so vergiftet aus, also... Moment. Das ist irgendwie schon Tradition, dass ich jedes Mal, wenn ich aufnehme, ich irgendwas im Hals habe, also... Enzym! Oh! Haben wir die erste. Ist das nicht Honig? Ja, es ist Honig. Treffen wir hier auf Bienen? Halt, erstmal hier reinhören. Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht. Ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Also doch, Bienen. Ja, wer es nicht weiß, okay, das könnt ihr auch gar nicht wissen. Ich bin kein sehr großer Bienenfan. Aber es ist ja nur ein Spiel, also wird das schon. Und ich glaube, unser kleiner Roboter ist weg. Das heißt, wir müssen jetzt wieder alles alleine machen. Ha, noch erwischt. Da ist noch einer. Ja. Da sind noch mehr, na los. Verdammt! Okay, ich will jetzt erstmal mit dem Ding da picken, dann kann es weitergehen. Ich habe auch schon gesehen, halt. Es gibt hier eine neue Medizin in diesem Level. So, das nehmen wir kurz mit. Das ist das. Das. Da komme ich irgendwie nicht hin. Hallo. Das brauchen wir nicht. Und ich dachte gerade, das wäre was zum Reinhören, aber es ist doch nicht. Jetzt hänge ich hier wirklich fest. Da ist was zum Reinhören. Aber ich sehe eine. Besser gesagt, ich höre eine Kamera. Ja, ich komme da. Ich dachte schon, ich muss sie zerstören, aber Gott sei Dank. So. Mal wieder ziemlich einfach eigentlich. Ich sag da jetzt und versaut es gleich. Ich kann es mir schon gut vorstellen. Reicht das? Es reicht. Jetzt muss ich einen anderen Weg gehen. Nein, es reicht. Es reicht sogar genau. Da ist doch was. Ich habe wieder 30.000 Wege, wo man lang gehen kann und leckeren Blauschimmelkäse. Steinharter Blauschimmelkäse. Die Kinder mit ihren langen Nadeln, ihren stimmlosen Liedern, ihren entsetzlichen Pflichten. Schauderhaften Frankensteinartigen Vätern. Wir alle haben mitgezogen an der großen Kette des Strebens und Erschaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest,
Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Wow, das hat sich so gelohnt. Halt. Es ist unser Freund, der Schimmelkürbis. Er ist wieder da. Und jetzt ist er weg. Ja, mein Hals. Verbandskasten. Ew. Widerlich. Wow. Oh, da ist er. Der Big Daddy. So lange kann ich mal alles nachladen, was man nachladen kann. Mal ein paar Fotos machen. Ich weiß gar nicht, wen ich jetzt fotografiert habe. Der Houdini. Der Rosie. Der Houdini. Die Little Sister. Der Rosie. Mehr Schaden. Ja. Und die Little Sister. Okay, ich glaube, mehr Fotos können wir nicht machen. Vielleicht von der Kleinen? Nein. Das heißt... Das war dumm. Das war richtig dumm. Bevor ich gleich sterbe. Danke. So, alles wieder. Oh, wir haben wieder ziemlich viel Schrotflintenmunition. Das auch mal nachladen. Vorsichtshalber. So. Das wollten wir noch ausprobieren. Genau, das habe ich ganz vergessen. Halt, die Pistole muss ja auch noch. So. Ach, was soll's. Schade, ich dachte, wir kriegen das Geld wieder, aber... Leider nicht. Und die Little Sister in diesem Level ist befreit. Okay, ich habe Angst, irgendwo einen Weg zu vergessen, deswegen muss ich manchmal auch zurückgehen. Der führt mich jetzt da lang, das heißt, da gehe ich nicht lang, aber ich höre hier trotzdem kurz rein. Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt. Aber selbst in einem so miesen Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Trudekühl drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet, Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. Und da haben wir schon das erste destillierte Wasser. Wir sollen immer noch da, aber da gehe ich noch nicht hin. Hier ist noch ein Mülleimer mit Kartoffelchips.
Kartoffelchips aus dem Mülleimer schmeckt immer hervorragend. Hier ist wieder eine Kamera. Die war da. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Ich dachte schon, ich krieg gar keine hier von. Sogar ein langsam. Okay, es reicht nicht aus. Das heißt, wir müssen einmal einen anderen Weg gehen. Halt, der war falsch. Und jetzt noch den. Zack. Da haben wir auch schon wieder ein Safe. Eine Kassette, die hätte ich jetzt fast übersehen. So, Safe. Solange wir das Geld haben. Das Geld kriegen wir hier leicht wieder, also was soll denn der Mist? Siehst du, das Geld ist schon wieder fast voll und komme ich irgendwie dahinter? Ja, hier, oder? Nee. Hä? Vielleicht, wenn ich durch die Tür gehe. Hier ist sonst eine Sackgasse, oder? Von da bin ich gekommen. Da muss ich lang. Okay. Halt erstmal hängen. Vielleicht doch nicht hängen. Ich will auch nur ein Verbandskasten. Dann war's das schon. Ja, da hinten muss ich dahin. Also, da hinten ist jemand. Und nichts. Davon. Na, jetzt. Komm schon. Schon wieder Blauschimmelkäse. Lecker, lecker Blauschimmelkäse. So. Big Daddy interessiert mich nicht mehr. Denn hier gibt es keine Sister mehr. Also brauche ich auch keinen Big Daddy. Viel schöner aus. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Hast du den Big Daddy an? Ich befolge alle seine Gebote. Habe ich den eigentlich schon voll erforscht? Anscheinend schon. Moment! So. Nicht mit mir, mein Freund. Gibt's doch keinen Little Sister mehr, oder? Nein. Nicht, dass ich mich auf einmal vertue und dann vergesse ich dir eine Little Sister und das möchte ich ungern. Das ist nicht zu treffen, aber er greift mich dann sofort an und das möchte ich verhindern. Nein, was will das? Ja nur diese ganzen Leute auf einmal hier. Kannst du ruhig mal helfen, Großer. Was ist das jetzt? Kann ich mich jetzt mal ein bisschen hier umgucken? Ah, verdammt. Eine Kottür. Wo wir den Code hernehmen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder hacken, weil ich den Code nicht finden werde. Ach, aber was sollen wir machen? Da gehe ich gleich erst rein. Ne, hier ist sonst nichts. Also ich würde sagen, ich gehe erstmal hier rein. Ich hab's für dich gedacht.
Keine Ahnung, was der wollte, ich habe auch geschossen. Hier ist noch mehr destilliertes Wasser. 2 von 7 haben wir schon. So, brauchen wir irgendwas? Autohacker! Boom. Und das auch noch. Kann ja auch mal ein bisschen was herstellen. Das kostet ja zum Glück kein Geld, auch wenn wir davon momentan echt mehr als genug haben. Heute beim Spazierengehen traf ich zum ersten Mal auf 2 von ihnen. Er, ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug. Und sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel. Sie hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbide. Ihr Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesen Ort gehörte, an dem wir leben. Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden. Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußeres. Nett. Ihr habt sie doch zu denen gemacht, was sie sind, und jetzt beschwert ihr euch, wie sie aussehen. Besonders du, Andorian. Also, was für ein Arsch, ganz ehrlich. Boah, Alter, wo kommt der Große denn auf einmal her? Das ruckelt hier, wenn er hier rundherum läuft. Das geht gar nicht. Junge, hier ist sowieso keine Wildsister mehr, also vergiss es. Eines der Mädchen kam und setzte sich auf meinen Schoß. Ich habe sie weggestoßen und geschrien: Hau ab! Ich sehe, wie ihr das Adam grün und dickflüssig aus dem Mundwinkel quillt. Die dreckigen Haare, die ihr ins Gesicht hängen. Die schmutzigen Klamotten. Und dieses tote Glimmen in ihren Augen. Da empfinde ich Hass. Wie noch nie zuvor in meinem Leben. Bitterbösen Zorn. Ich kann kaum atmen. Und auf einmal wird mir klar, dass es nicht das Kind ist, das ich hasse. Eieiei. Und jetzt beschützt sie die ganzen Little Sisters. Hat sich ja viel verändert. Das meine ich diesmal sogar ernst. Das Little Sisters Heim. Schenken Sie Ihrer kleinen Entschuldigung ein sorgloses Leben, halt. Unterbringung und Jugend. Lächeln nochmal. Kinder sind. So, komm, wir machen schnell ein paar Fotos und dann gehen wir weiter. Das geht relativ fix. Rapture Zukunft. So. Bisschen rumprobieren, bis es funktioniert. Den Code habe ich nicht. Wäre schön, wenn ich ihn hätte. Auch nichts von einem Code. Okay, dann gehen wir erstmal da lang. Verbandskasten. Eine Genbank brauchen wir auch gerade auch nicht. Und da oben waren wir schon, ja. Okay, ich weiß, wo wir sind. Alles gut. Boah, ich dachte, der steht auf. Das haben wir doch schon. Verleihen eine Menge I. Finde ich gut. Benutzen wir. Ich will den Pepprigel. Willkommen im Zirkus der Werte. Ausnahmsweise. Ich will nämlich auch ein bisschen mit dem Flammenwerfer rumspielen. Okay. Hier. Okay. Jetzt
ballern. Und hier sollte Gegner sein. Zum Wind. Ja, kurz. Alter, mein Hals geht gar nicht heute. Ich weiß gerade nicht, warum ich mich jetzt davor weigere, da lang zu gehen. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwo nicht lang gegangen und habe was vergessen. Also, egal, wir müssen wahrscheinlich so viel... Oh! Ach, stimmt, hier lag ja noch eine Mine von dem Big Daddy. Erst schießen, dann fragen. So läuft's bei mir. Na komm. Ah, was greifen die mich denn jetzt an? Ich hab denen noch gar nichts getan. Versteht ihr jetzt, warum ich Kühe nicht mag? Sind die jetzt noch da? Nein, aber sie sind da drin. Wenn ich den jetzt durchsuche, greifen die mich dann an? Ja, sie greifen mich an. Das ist meine Lieblingsmission. Dean. Also. Sind die jetzt weg? Weißt du was? Ich höre hier rein, aber geh dabei raus. Adam ist quasi ein gutartiger Krebs. Es zerstört die ursprünglichen Zellen und ersetzt sie durch instabile Stammversionen. Genau diese Instabilität verleiht ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Man braucht immer mehr, Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe. Betriebswirtschaftlich gesehen, naja. Fontaine reibt sich die Hände.